Mitten in der Innenstadt der australischen Metropole Melbourne steht ein Campingplatz oder besser gesagt ein Glampingplatz, denn die hier aufgestellten Zelte wirken von außen zwar rustikal, bieten aber im Inneren eine glamouröse Ausstattung. Die Gäste des urbanen Glamour-Camps entsprechen daher auch nicht unbedingt dem gängigen Bild, das viele vielleicht von Campingurlaubern haben. Glamping is all the aspects you need of a hotel. Glamping bietet all das, was man im Hotel hat, aber im Zelt, im Freien. Man hat es immer warm, hat ein Bett, Bettdecken, frische Kleidung, eine warme Dusche. Es ist das Beste aus beiden Welten. Obwohl Australien zwar reich an atemberaubender Natur ist, haben einige Urlauber eben doch lieber die Vorzüge der Zivilisation in greifbarer Nähe. Der Glampingplatz bietet dafür genau das richtige Umfeld. Gelegen auf dem Dach eines Einkaufszentrums sind luxuriöse Boutiquen und Melbournes Sehenswürdigkeiten sämtlich binnen kurzer Zeit erreichbar. Gewisse Besonderheiten bietet der Glampingplatz mitten in der Stadt jedoch auch. Es ist ein leichtes Summen der Stadtgeräusche zu hören. Aber ich hatte sogar schon Besucher, die mir sagten, dass ihnen das beim Einschlafen hilft. So wird Glamping als mögliche Alternative für den Urlaub vielleicht einige Puristen verschrecken. Für andere wiederum bietet das Zeltlager im Großstadtdickicht womöglich genau die richtige Mischung aus Abenteuer und Komfort.